So, wir sind jetzt in der Badestube. Und Sie wissen es auch aus meinen vorigen Shows, wenn ich Wasser sehe, kann ich es nicht lassen, muss ich mich reinsetzen, auch jetzt wieder. So lecker. Aber wissen Sie, dass es im Mittelalter ganz lustig war? Die Leute haben ganz lustig gelebt. Oh, ja, die haben ihr halbes Leben in der Badewanne, im Zuber verbracht. Die saßen den ganzen Tag da drin. Und die haben da gegessen und getrunken. Und als ein Gast kam, dann wurde er eingeladen im Zuber und saßen da gegenüber. So. Und das möchte ich auch mal, ich habe auch einen Gast hier drin. Er ist im deutschen Showgeschäft noch nie baden gegangen. Freddy Quinn! Freddy. Du hast in deinem Leben schon viele Interviews gemacht, aber das wäre das erste Interview, was ich jetzt mache, in einer Badewanne. Das glaube ich auch. Was machst du so zurzeit? Ich bade. Ja? Und dann, so im Showgeschäft? So. Tja, im Moment fühle ich mich bei dir richtig wohl. Das heißt, wenn ich daran denke, in 5 Tagen eröffne ich in Wien Artisten-Tiere-Attraktion, dann kriege ich eine Gänsehaut, aber nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Das ist eine Zirkussendung. Aber wie gesagt, Rudi, dieses war wirklich sehr schön, glaube ich. Aber wir sprechen jetzt immer von der guten alten Zeit, so wie wir sitzen im Mittelalter. Aber ich glaube, man wird immer wieder von der guten alten Zeit sprechen, glaubst du nicht? Ja. Ich meine, in 20 Jahren ist die Zeit von jetzt, 1973, ist wieder gute alte Zeit. Auf die gute alte Zeit. Noch einen Schluck? Ja, gerne. Von welchem Jahrgang ist dieser Wein? Dieser Wein 1950. Das war eigentlich wieder unsere gute alte Zeit. Ja. Kann man wohl sagen. Eine schöne Zeit. Weißt du noch, was die schöne Lieder es damals gab, 1950? Da muss ich gleich an Wasser denken. Weißt du, was wir damals gesungen haben? Wasser, ja? Wasser ist zum Waschen da, Falleri und Fallera. Jetzt ist eine ganz große Schauspielerin, aber damals hat sie noch gesungen. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann dienst du dir raus. Lach nicht, das ist deine. Wenn ich das so höre, könnte ich weinen, wie damals Johnny Ray. Cry. If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret, you feel better if you cry. Vorige Woche hätte de Bundeskanzler für sein Minister Basinger können: Egon, ich habe nur aus Liebe zu dir. Ja, nur aus lauter Liebe zu dir. Ein Glas zu viel getrunken. Apropos getrunken, Hans Anno Simon, gib mir den Vodka an Juska und dann lass mich sein. Der Vodka ist freundlich, aber du bist gemein. Anneliese, ja Anneliese, warum bist du böse auf mich? Und jetzt machen wir alle, ja. Anneliese, ah Anneliese, warum bist du böse auf mich? Ach ja, 1950, da gab es noch kein Fernsehen. Nee. Was haben wir abends gemacht? Aber Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Ja, du, und 1950, da sind die Leute noch im eigenen Land verreist, sind auf Urlaub gefahren im eigenen Land. Bis auf Rudi Schuricke, der fuhr damals schon gen Italien. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und am Himmel die Bill Haley mit seiner Rock and Roll Guitar, man. That was some. We're gonna rock. The past few nights, oh, everybody's like one. The fun begun. Now everybody gets to get some fun. We're gonna rock around. The top two nights, gonna rock, rock around. You gonna be like, gonna rock, rock, rock around the clock tonight. Die Beine fallen. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Ja, das war René Carell. Wer?
René Carré. Nee, René Carol. Ah, jawohl, Herr Charel. Pardon, Chanel. Ah. Rudi, ja, im Showgeschäft hat sich einiges verändert. Aber wenn du überlegst, dass es auch im Geschäftsleben, dass es heute so viele Geschäftsleute gibt, die ganz groß sind, die damals noch nichts waren. Als früher in 1950 dein Radio kaputt war, ja? Kam er gründig erst persönlich reparieren. Da ging Josef Neckermann, ging noch mit einem Baukladen über die Dörfer. Der hatte schon eine Karre mit einem Pferd. Hatte er schon? Ja. Und da gab es auch noch keine tolle Häuser, keine Villen und so. Ich habe mal gelesen, da hatte er Tische noch eine Hütte. Da wohnt er noch? Wohnt er noch immerhin. Ja. Ah. Und da gab es auch von diesen ganz kleinen Autos, weißt du noch, diese Gokomobils und so. Da gab es einen schönen Witz damals. Ein Fernfahrer steigt aus einem Lastwagen und neben ihr steigt eine Dame aus einem Miniwagen. Sagt der Fernfahrer, Fräulein, kriegt ihr schon Benzin oder stillen Sie den noch selbst? Der war gut, Rudi. Aber ich kenne auch einen. Kann ich sagen? Auch einen alten? Erzählen? Na, ist ein bisschen neuer. Ist etwas die Hamburger Mentalität. Auf dem Hamburger Flughafen, eiskalt, jetzt ist ja diese Grenzbehörde, die aufpasst, dass nichts passiert. Da steht Die Bundesgrenzschutzpolizei da am Flughafen. Steht ganz eingemummt im Pelzmantel und so. Hat in der einen Hand Maschinenpistole, in der anderen so ein Walkie-Talkie, so ein Telefon. Weißt du, das ist Hamburger Mentalität, ja. Kuddel? Jo. Ist was? Nee. Ende. Aber 1950, da gab es noch richtige Filmstars. Oh ja. Oh. Die große Zeit der Filmstars 1950. Marika Röck, oh, ja. Sonja Ziemann, Hans Moser, Alan Rudolf Prack, Rudolf Prack, Fischer. Ja. Du, Marika Röck, die spielte damals Maske in Blau. Grüß Gott, Herr Gorgonzola. González. Macht nix, schmeckt auch gut. Mir ist so voll nicht zumute, ich ahne und vermute, heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt was in der Luft. Es hängt ein Pferde auf der Abwehrwand. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Aber damals gab es auch noch Hans Albers. Hans Albers, ja! Komm auf die Schaukel, Luise, es ist ein großes Pläsier, jawohl! Das war eine sentimental journey durch die gute alte Zeit. Eine kleine sentimental journey, leider ist's Vergangenheit. Bisschen kalt, ja? So, und jetzt kommt eine ganz tolle Frau, meine Damen und Herren, nämlich Hanne Wieder. Und Hanne Wieder, Moment. Das ist ein Telegramm von Hanne Wieder für dich. Was, für mich? Ja. Hier, in der Badewanne? Ja, ja. Bitte. Telegramm. Oh, Junge, komm bald. Wieder. Das war da von mir gemeint. Ich hoffe, dass du bald wiederkommst.